Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Community-Projekt. Schön, dass ihr wieder mit am Stissel seid, meine Lieben. Ich freue mich sehr. Und ja, wir sind hier noch ein bisschen am Häckseln. Ich gucke gerade, was unser Häckselfahrer macht hier. Ob er weiß, was er will oder ob er es nicht weiß. So, Hunter spielt Mario Death für 20 Bits. Dafür kriegst du jetzt mal das digitale Herzchen. Was für ein Herzen kommt, Dankeschön dafür. Und wir machen jetzt hier erst einmal weiter. So. Tag tiefer ist Österreich unter Bayern nur so. Ach, Master Money. Servus. Servus. Ja gut, Österreicher, ne? Ich hatte ja meine Oma. Eine Oma, Alter. Eine Tante in Österreich. Und wenn die angerufen hat, ne, oder wenn die geschwätzt hat oder sonstiges. Als Kind. Hä? Alter, habe ich nicht verstanden. Ne? Also ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Da komme ich gerade auf folgende Idee, meine Lieben. Und zwar, liebe YouTuberinos, folgende Frage, weil wir gerade so bei den Regionen waren hier im Chat, ne, so neben der Folge. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, aus welchen Regionen ihr denn zuschaut. Das würde mich wirklich mal interessieren. Also da bin ich wirklich sehr, sehr neugierig. Sorry dafür, aber ich bin ein neugieriger Mensch. Deswegen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, aus welchen Regionen ihr so kommt. Ah, also da müssen wir mal gucken. Freue ich mich schon jetzt drauf. Ne? Ich hoffe auf rege Teilnahme. So. Ach, endlich wird er häckseln, ja. Das macht schön Laune. Myrto kommt aus Studie, aus Stuttgart. Elle, moin moin, Grüße, vielen Dank für dein Follow, Servus und Hallo. Schmasch die, also es geht gerade hier im Chat, meine Lieben, geht's gerade los. YouTube Unis, ich bin gespannt bei euch, ne? Schmasch die schaut aus Tirol. Auch nicht schlecht. Aus Tirol. Tirol war ich auch noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. War ich auch noch nicht. Es gibt schon noch so ein paar Flecken, wo ich hin will. Ne? Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, größter Traum, größter Urlaubstraum wäre oder ist Malediven. Muss ich ganz ehrlich sagen. So 2 Wochen Malediven. Oh. Oh. Da wird's von mir nur noch eine Staubwolke gesehen. Ne? Da wär ich fort. Stendal kommt, Habibi. Schau an. Master Money, Steiermark, Schützbundesland, Punkt. Master Money, pass auf. Ne? Wir müssen reden, Mastermann. Ne? Pass Obacht. Pass auf. I-Beams, der Excel, ich erkläre dir kurz mal die Welt. Okay? Und zwar, ne, das schönste Bundesland ist einfach das grüne Herzen Deutschlands. Thüringen. Schön, dass wir drüber geredet haben. So. Ich finde das schön. Weißt du, wie es gemeint ist, ne? Stevo, Abend zusammen. Grüße aus der Schweiz. Bern. Oh, aus Bern, schau an, ja nice. So, liebe YouTuberinos und natürlich auch hier im Chat, wir werden jetzt erstmal Richtung Hof fahren, denn da gibt es einen Fermenter und den wollen wir ja gerade mal nutzen. So, der Lukas kommt aus der Region Lutherstadt Eisleben. Schau an. Kevin, Schweiz, Kanton Luzern. Ah, gucke. Gucke, geografisch mit den Niedersachsen. Oh, wir hatten es gestern. Ne? Beim Fahren niemals irgendwo aufs Handy gucken oder auf den Chat. Ne? Beste ist Franken. Ist dann Franken. So. Aber warte, ich muss kurz Kurve fahren, ja? Chat, ihr seid wieder mega heute. Grüne Flecke Europa, Saarland. Nein, Ex-Fali. Das grüne Herz Deutschlands. Das ist Thüringen. Ne? So. Master Money. Ja, au, verdammt. Warte. Ach, ich darf nicht so viel Chat lesen, obwohl es ist immer so schön. Sorry dafür. Ich weiß, wir haben auch ein grünes Herz. Ach, Master Money, ist so schön mit dir. Heftig. Ich falle niemals. Doch. Schönste und beste ist Saarland. Excel haben wir geklärt letztens. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht, Hunter. Du verwechselst immer Dinge. Ne? Das ist so ein Ding. So ein Grundproblem. Schmasch die, ich weiß nicht mal, wo Thüringen ist. Bitte? Das ist eine Bildungslücke. Also eindeutig, schmasch die.
Das geht ja. Das geht ja mal gar nicht. Weiß nicht mal, wo Thüringen ist. Unglaublich, unglaublich. Pass auf, Leute. Und zwar folgende Frage. Ich habe ja gesagt, wir machen noch eine Abstimmung. Wir haben ja. Wir müssen erstmal schauen, wo ist denn der Ferment. Warte mal, das hier hinten müsste der Fermenter sein, genau. Und zwar, Bugs Bunny, Namen, die Augen auf die Straße bitte. Ja, ich habe schon gemerkt, sorry dafür. Und zwar, passt auf, meine Lieben, Abstimmung. Ne? Ihr habt es wieder in der Hand und ihr könnt wieder abstimmen. Wir haben ja hier das, die Schweinefutterproduktion. Ne? Wenn man da mal kurz auf die Produktion, wenn es kurz gespeichert hat, wenn wir kurz auf die Produktion gehen. Habe ich ja gerade was losgetreten mit den Dingen. So, wartet mal, ich muss mal ganz kurz. Die Daniel, Rheinland-Pfalz. Okay. Schau an. Thüringer Klöße. Unglaublich, Stahl, jetzt seid ihr nicht so. Das schönste Bundesland ist das, wo ihr da wohnt, würde ich sagen. Master, meine Jungen, genau darauf habe ich gewartet. Genau darauf habe ich gewartet. Denn das ist wirklich eine richtig geile Aussage. Ne? Der schönste Fleck ist da, wo man sich zu Hause fühlt. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber bei mir ist nicht Thüringen. So, okay, hat keiner gehört, oder? Gut. Kommen wir zur Abstimmung. Und zwar, wir haben ja hier die Schweinefutterproduktion. Und da geht es darum, wir haben hier auf der Map einen Punkt, wo man natürlich auch Dinge kaufen kann, Zutaten kaufen kann. So, und zwar der Landhandel. Ne? So, der Baywar Landhandel ist hier. So, wir brauchen für die Produktion Juni, guten Abend, aus Sachsen-Anhalt. Servus, grüß dich. Und zwar haben wir hier die Schweinefutterproduktion. Und wir brauchen dafür ein paar Zutaten. Ne? So, zum einen brauchen wir Mais. Haben wir nicht. Ne? So, ach nee, Quatsch, wir wollen ja Kartoffelschweinefutter. Also zum einen brauchen wir Kartoffeln, die haben wir, ne, sind wir gerade am Ernten. Zum anderen brauchen wir Sorghumhirse. Dann brauchen wir noch Gerste und Sojabohnen. So, und da ist jetzt die Frage, Leute, da seid ihr wieder gefragt, ne, da könnt ihr abstimmen. Und zwar, Demindoc, die Abstimmung soll lauten, Zutaten für Schweineproduktion zukaufen oder warten und selber produzieren. Ne, das könnt ihr entscheiden. Denkt dran, es steht immer noch im Raum, wenn wir den Kredit nicht pünktlich zurückzahlen können. 3 Wochen, ne, haben wir dafür Zeit. Also von Montag zu Montag, ist immer eine Woche, ne, in der Aufnahmesession. Und wenn wir das nicht zurückzahlen können, ne, dann ist es auch so, liebe YouTuberinos, dann, wenn ich es nicht schaffe, habe ich mich dazu oder darauf eingelassen, mit der Nilox, mit dem Nilox Gaming Team einen 12-Stunden-Stream zu machen, wo wir häckseln, was das Zeug hält. Na, so, das ist quasi so der Einsatz. Na, so. Also, Leute, könnt ihr abstimmen. Hunter, nee, hab ich gelesen, hab ich auf dem Schirm. Ich bin da dran, ist auf dem Weg. Alles, soweit. Na. Jaguar, moin moin, Grüße und hallo. So, warte mal, das war doch der Fermenter. Oder bin ich jetzt doof? Warte mal, da muss ich jetzt gucken. Weil, ohne Momente, por favor, wir stehen hier. Fermenter, perfekt. Einmal abkippen, bitte. Wie lange dauert denn das eigentlich? Ach so, okay. Pass mal auf, Excel ist ja nicht doof, ne? Excel ist ja nicht ganz doof. So, 24.000 Liter Häckselgut haben wir drin. Okay. Das kriegen wir hin. So, Schlauch mit drauf, würde schneller gehen. Was für ein Schlauch? Demidoc, was meinst du, was für ein Schlauch? Ach so, ach jetzt, was wir auf der Talbauer haben. Nee, den habe ich hier natürlich nicht mit drauf. Ne? Den kann ich hier nicht mit drauf machen. Oder YouTuberinus, pass auf, das ist mal nur eine Frage an die YouTuberinus. Ne? Und zwar, es gibt ja einen Mod, ihr wisst ja, ich habe auf Twitch direkt ein Projekt, was halt nur Twitch ist,
die Talbauer. Und da habe ich einen Mod drauf, ne? Da kannst du quasi Silage, Gras einfüllen oder Häckselgut einfüllen, ne? Und dann bildet sich so eine schöne lange Wurst, ne? Also Silagewurst, ne? Kennt jeder. Muss ich jetzt nicht weiter erklären. So, und da ist es so, dass das Ganze natürlich gefüllt ist mit Silage. Sieht schön aus. Habe ich schon Ewigkeiten danach gesucht. Feiere ich persönlich sehr den Mod. Da ist die Frage, soll der Mod hier mit Einzug halten? Könnt ihr gerne mal dazu eure Meinung abgeben. So. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Erklär mir die Abstimmung. So. Machen wir den kurz hierher. Dann kümmern wir uns fix um die Kartoffeln, weil ich glaube, da hängt es gerade. Und Ricky, vielen Dank für dein Follow. Servus und hallo, Grüße. So, wo ist unser Kollege? Unser Kollege? Nee. Ist blöd? Da steht hier vorne. Ach, hier vorne ist er. Was macht er denn? Wann macht er denn wieder, der Kleine? Steht halt schon wieder am völlig falschen Eck. So, gut, lass mal den hier stehen. Holen die Kartoffeln raus. Baumarktjung, guten Abend. Servus und hallo, Grüße. So. Der will bei Leffe. Ja, ja. Du sollst die Zutaten selber produzieren. Sorry, Abstimmungs. Titel und Zeichen Maximum und so. Ach so. Okay. Selber produzieren. Gut, gut. Und dann müssen wir gucken. Dann müssen wir schauen, wo was reif ist. Müssen wir jetzt Auge machen. Aber das kriegen wir hin. Das ist überhaupt kein Problem. So. Erstmal tun wir den hier überladen. So. Perfekt. Das läuft. Da muss man. Hallo, from Lux, aus Luxemburg, schau dazu. Servus, Grüße. Wenn ich 12 Stunden im Mais sehen, ja, unglaublich, unglaublich. Unglaublich. So, was brauchen wir? Wir brauchen Sorghum, wir brauchen Weizen und Sojabohnen. Sorghum, Hirse, Weizen, Sojabohnen. Okay, Sorghumhirse, Weizen, Sojabohnen. So, was ist denn hier reif? Okay, die 3 ist reif. Warte, das muss ich mir notieren. Uno momento. Hoppala. So, 3. Weizen. Was haben wir gesagt? Sorghumhirse und Sojabohnen. So, Sorghumhirse. 51. Was war es noch? Und 41, ne? Perfekt, 41 ist auch reif. Sorghumhirse. Und Sojabohnen haben wir dann noch. Heizer, moin moin, Grüße. So, Sojabohnen, wo haben wir Sojabohnen? Okay, hier auf den ganzen. Verdammt. Pass auf, da werden wir uns die. Dann werden wir uns die 54 nehmen. 54 pachten. So, perfekt. Okay. Alter, Excel hat sich mal kurz einen Plan gemacht. Ne, so ist er eigentlich. So, da können wir ihn hier nämlich gleich wieder losschicken. Theoretisch. Auch praktisch. So, das passt. Heli, Schnecke, hallo. Heli. So, genau, mein Lieben. Schaut gerne mal im Shop vorbei, denn da sind viele coole neue Dinge mit dabei. Gucken wir auch gleich nochmal in der Aufnahmepause rein. So, jetzt fahren wir erstmal die Kartoffeln noch zur Produktion. Dann gucken wir gleich nochmal zum Fermenter. Und, dann werden wir gleich mal schauen, wie es da aussieht mit der Produktion. So, aber meine Lieben,
YouTuberinos, wenn es euch bisher gefallen hat, wenn ihr es geschafft habt, bisher zu schauen, ne, dann lasst natürlich sehr gerne das Däumchen da, denn ihr wisst, ein Däumchen ist ein Träumchen. Ja? Schreibt gerne in die Kommentare und ich sage erstmal Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.